Hanabi! Bunt und schrill, niedlich und gruselig, Vintage und Hightech, das alles gibt es auf der 10. Hanami in Ludwigshafen zu sehen. Warum cosplayst du? Ja, ich cosplaye, weil natürlich jeder mal angefangen hat, Mangas zu lesen und Animes zu schauen und was in der Richtung. Und ich bin ein sehr kreativer Mensch, es hat viel mit meinem Beruf zu tun. Ich bin Maskenbildner am Theater. Und es ist einfach mein Hobby, vor allen Dingen Sachen zu bauen, Sachen zu basteln, Sachen zu nähen. Und es gefällt mir einfach dann so das Endergebnis zu sehen, wenn es möglichst nah an die Vorlage rankommt. Was reizt dich an deinem Charakter? Ich würde sagen, es ist einfach einer meiner Lieblingscharaktere gewesen früher als, ich würde jetzt nicht sagen in meiner Kindheit, aber sagen wir in meiner früheren Jugend. Und es war einfach so ein Ding, was ich immer mal machen wollte und immer dachte, es ist unmöglich, so eine Frisur hinzukriegen. Und ich wollte einfach das Unmögliche möglich machen. So die Herausforderung finde ich immer ganz cool. Warum cosplayt ihr? Weil es Spaß macht und weil es unser Hobby halt ist. Was ist das Besondere an euren Kostümen? Ich denke mal, die ganzen Details und die viele Arbeit. Welche Stilrichtung verkörpert ihr? Also Stilrichtung ist halt Indianer, Schamane und Antilope. Und es ist halt alles selbst ausgedacht. Also Eigendesign. Warum cosplayt ihr? Ich habe sehr viel Spaß daran, zu nähen und auch zu basteln und sowas. Und deshalb habe ich mir das Hobby dann mal angeguckt und dann dachte ich mir, ja, das probiere ich mal aus und es macht einfach verdammt viel Spaß. Ja, und bei mir ist auch endlich so einfach auf der Convention schon die ganzen coolen Kostüme gesehen und das Gefühl einfach, den Charakter, den man so toll findet, einfach mal nähen zu können und als der Charakter rumlaufen zu können, das ist einfach super und macht Spaß. Und ihr zwei? Also ich cosplay jetzt eigentlich schon seit 12 Jahren. Das ist für mich einfach, da kann ich meine Kreativität ausleben und ja, mich so ein bisschen kreativ betätigen, was ich so im normalen Leben einfach nicht machen kann. Ja. Also ich cosplay noch nicht lange, das ist mein erstes Cosplay, aber ich wurde dazu überredet, mal mitzukommen und es mal auszuprobieren. Woher kommt euer Cosplay? Wir sind aus einem Horrorfilm, aus Hellraiser. Von Clive Barker. Und der hat die entworfen und ist einfach genial. Was ist das Besondere an euren Kostümen? Sie sind komplett selbst gemacht. Ja. Alles ist selbst gemacht. Von Hand, alles, von Kopf bis Fuß. Alles selbst gemacht, ja. Ja. Und wie lange habt ihr für euer Cosplay gebraucht, bis es so fertig war, wie ihr es gerade tragt? Wow, also pro Maske dürften es 60 Stunden gewesen sein und dann für jeweils das Kostüm so 80 bis 90 Stunden pro Kostüm. Ja, also kann man sich dann zusammenrechnen. Ja. Okay, vielen Dank, das war's schon. Warum cosplayt ihr gerade diesen Charakter? Die Idee kam mir ehrlich gesagt sehr spontan vor ein paar Wochen. Weil wir halt schon immer mal was zusammen gemeinsam machen wollen, was halt zusammenpasst. Und ja, genau, deswegen eigentlich ist das eigentlich der Hauptgrund. Und was ist das Besondere an eurem Kostüm? Ich würde sagen, die Details. Ja, sind weil besonders. Wir so viel haben, was einfach erkennt, dass wir Caroline und Max sind. Und halt auch von der Statur her sehr gut passt. Ja, das auch. Warum cosplayt ihr? Oh ja, ich bin durch meine Schwester darauf gekommen.
die hat mich so ein bisschen dazu animiert und ja, vor einem Jahr war ich jetzt hier auf der NAMI und dann hat es mich einfach gepackt. Und warum cosplayst du gerade diesen Charakter? Ich habe dieses Spiel gefunden, Okami, und das war so wirklich ein tolles Spiel und ich habe wirklich diesen Charakter richtig geliebt. Was ist das Besondere an deinem Kostüm? Ich glaube an das direkt, worauf ich am meisten stolz ist halt der Pinsel, auch wenn ich hier gerade sehe, dass ich unter meiner nicht der Größte ist, und einfach nur die Bügelfolie. Aber sonst ist nicht so, war leicht. Hanami 2015. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns einen Daumen nach oben. Und hier kommt ihr zu dem Video vom letzten Jahr von der Hanami. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr die Links zu den Bildergalerien von Samstag und Sonntag und zu unseren Social Media Plattformen.